Wie gesagt, ich meine, dass wir auf denen noch später reiten können. Oder auf anderen Tieren zumindest. Gut, gut. Ma. Hier ist Ma. Einmal hier mit reden, bitte. Grüßen. Hallo. Sei gegrüßt, Ululo. Wie geht es dir diesen... Worolo. Das heißt Ulukai, oder? Hab ich doch gesagt, oder? Na gut. Ma weiß, was er sagt. Ma ist Stammesführer aller Shamazar. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Es wurde schon gesagt, dass er nicht der Allerhellste ist, aber es wird bisschen offensichtlich von wegen, dass er nicht die Allerhellste LED im Baumarkt ist. Von daher, ma. Ja, ich bin doof, aber ich bin der Anführer dieses ganzen Ladens. Das ist leider eine Sache, die nicht komplett von der Realität entfernt ist. Rizzi Shamazar. Und den Typen müssen wir davon überzeugen, dass er nicht die Sachen für die anderen herstellen soll. Was kannst du mir über das Rizzi in dieser Gegend erzählen? Das ganze Rizzi bekommen die Krieger. Wir behalten etwas für uns. Aber Freund Quack sagt, dass zu viel Rizzi-Arbeiter langsam macht. Ich schätze mal, das betrifft nicht die Krieger, oder? Was? Vergiss es. Wenn die Krieger nicht jeden Mond Rizzi von uns bekommen, wird Freund Quark böse und die Krieger schwach. Das kann ich nicht zulassen. Wir brauchen die Krieger zum Schutz. Schutz wovor? Vor irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Zugriff auf Lexikon erfolgt. 2-1 Risiko. Schutz, schön und gut, ne? Ah, hier, Schutzgeld bezahlen. Ja, aber wovor? Wenn es keine Gefahr gibt, ne? Warum das Schutzgeld? Okay, Info Krieger, Info Shamazar. Gibt es irgendetwas Nützliches, das du mir über die Krieger sagen könntest? Sie beschützen uns vor irgendwas. Wovor? Ich weiß es nicht, aber egal was, sie brauchen jede Menge Rizzi, um es zu tun. Wenn sie kein Rizzi bekommen, werden sie sehr schwach. Wie können wir denn jetzt überzeugen, dass es Quatsch ist, was du sagst? Bericht Ressourcen, Risiproduktion stoppen, Info. Ich meine, das ist mal die Info. Ach schön, dass wir erstmal die Infos hier erfragen und dann bekommen wir andere Gesprächsoptionen. Was kannst du mir über Shamazar sagen? Shamazar ist die beste aller Regionen von Adelpha, weil Maha hier die Verantwortung hat. Und wer hat gesagt, dass du hier zuständig bist? Quax. Ich denke immer, dass Quax ein gemeiner Talaner war. Aber er mich einen Mond besucht und mich gefragt, ob ich nicht alle Shamazar anführen möchte. Also mache ich das. Er ist gut, oder? Ich weiß nicht. Ich frage mich, warum er dich gewählt hat. Weil Ma der Klügste von allen ist, Ulubi. Na klar, das muss der Grund sein. Er sagt auch, dass ich, wie sagt er noch gleich, nicht in der Lage sei, einen Aufstand zu machen, was das auch immer sein soll. Klingt nach der ausgebufften Denkweise, die schon andere Fanatiker angewendet haben. Also, was machst du so? Ich zähle das Rizzi und sage Freund Quax, wie viele Arbeiter ihre Arbeit mit dem Rizzi zum Ende des Mondes nicht geschafft haben. Und was passiert mit diesen Arbeitern? Ich denke, sie holen sie, um mit ihnen irgendwo zu reden oder so. Sie reden. Kommen nie zurück, müssen also eine andere Arbeit bekommen haben. Ja, die schauen sich wahrscheinlich die Radieschen von unten an. Glaubst du, dass es eine gute Arbeit ist? Vielleicht sollte ich es auch einmal versuchen. Das wäre vielleicht nicht das aller Schlechteste. Es könnte sein IQ vielleicht sogar noch erhöhen. Meine Güte, was für ein Typ, ey, und ja, das ist ein Qualitätsangestellter hier, das ist schön, ne? Wenn man jemanden wie sie ihn hat, ihn dann rum zu kommandieren und scheuchen, das muss schön sein. Können wir ihn bitte loswerden? Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Krieger sind stark, ich mag keine starken Krieger. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Die Waffen der Krieger sind sehr gut. Wie steht es um die Moral der Krieger? Was ist Moral? The Rizzi-Produktion stoppen.
Mar, gibt es irgendeinen Weg, dich dazu zu bringen, die Risi-Produktion zu stoppen? Nein, ich glaube nicht, dass andere Talaner ihrem Stammesführer Mar dazu folgen werden. Warum? Schönes im Hintergrund stehen. Alle flüstern davon, dass sie den Phantasmastein wieder an seinem Platz sehen wollen. Ich habe Stein noch nie gesehen. Mar möchte schönen Stein auch sehen. Zugriff auf Notepad erfolgt. Aha, aha, aha. Phantasmastein. Erstmal, okay, okay, da entwickelt sich gerade die Quest in der Form von wegen, wir müssen ihn stoppen. Aber bevor wir das machen können, müssen wir erstmal den Stein finden. Wer kann mir etwas über diesen Phantasmastein sagen? Sprich mit Theo darüber. Zugriff auf Notepad erfolgt. Ich gehe dann mal. Das klang gerade sehr eindeutig. Ich gehe dann mal. Arbeit, Arbeit. Seid ihr mein König? Ja, ja. Mit wem war das? Wer kann mir jetzt... Sprich mit Theo darüber. Theo. Theo. Schön, dass sie hier alle stehen und gewartet haben. Und jetzt beschweren sie sich alle, oder was? Machen die gerade alle mal Beef gegen den, oder was ist da jetzt los? Das kann ich auch. Hi. Ah. Talana lokalisieren. Oh, sehr gut, praktisch. Theo. Nan, Ma. Ich bin auf der Suche nach Theo. Oh, praktisch. Er ist bei der Phantasma-Quelle. Geh vom Fee-Tempel aus weit nach Nordosten. Okay, also man kriegt das nicht auf der Karte markiert anscheinend, sondern man, man kann zumindest nachfragen, wo die sind. Das ist gut, weil das ist echt eine große Welt hier, ne? Ist das hier der Fee-Tempel? Das ist Sepp. Nach Nordosten, hat er gesagt. Jetzt noch wissen, wo Nordosten ist. Da oben ist Norden, da ist Osten. Also einfach mal schräg rüber hier. Ich gehe einfach mal in die Richtung, ne? Einfach mal gucken, was hier passiert. Einfach mal ein bisschen zielgerichtet hier rumeiern. Runterrutschen, kann man das schon mal gut? Ich wurde von der großen Hand im Himmel ausgewählt, genau. warte mal. Da ist ein Fragezeichen. Und die Fragezeichen sind Leute, die böse sind, ne? Die mich zerhauen wollen. Glaube ich, zumindest sah das so aus. Nordosten. Da ist ein Haus zumindest. Warte mal, warte mal. Bist du freundlich? Okay, ich kann mich dem nicht vorstellen, aber zumindest kann ich von dem alle Infos bekommen. Okay, okay, okay. Das ist gut. Sagt mir was anderes. Komm schon mal eine Sekunde her. Hast du von dem Phantasmastein gehört? Ja, Ulukai. Darauf hat schon der erste Talaner gestanden. Ich wünschte, er wäre wieder da, damit ich ihn wieder benutzen könnte, wenn ich konvertiert werde. Erzählst du mir etwas über das Risi? Wir bauen es für die Krieger von Kroax an. Sie essen so viel davon, dass kaum noch etwas für die anderen Talaner übrig bleibt. Okay, Fee-Tempel. Was weißt du über den Fee-Tempel? Es ist ein großer Tempel, der ganz von Wasser umgeben ist. Feran hat ihn so gebaut, dass er das Zentrum von Shamasar bildet. In seinem Inneren beherbergt er viele Krieger. Natürlich, aber wo der genau ist? Haben wir das jetzt genau gesehen? Der ist ganz umgeben von... Ach, okay, wahrscheinlich ist in der Mitte da. Also Nordosten müssen wir einfach ganz durch hier. Dann gucken wir uns die Landschaft an. Gucken wir uns die Gegend an. Das in der Mitte scheint der Tempel zu sein. Ist da ein selbstfahrendes Floß oder was da hinten? Sprengkörper geortet. Sprengkörper? Warte mal. Was ist... Ah, Fischi! Moment. Sprengkörper. Ist hier eine Mine drin oder was ist das? Fremde Vegetation geordnet. Erstmal mitnehmen. Okay. Oh. Ich kann das. Sterbt. Das sieht ein bisschen klumpig aus, sagen wir es mal so. Vor allem, dass ich mehrere Schuss für so ein Spinnchen brauche, ne? Ist schön. Aber kann man das niederboxen? Das interessiert mich jetzt.
Also Nahkampf gibt's anscheinend schon mal. Doch, da gibt's den. Instabile organische Energie. Ja, komm. Ich glaube, sie sind zu niedrig. Au! Was tut er da? Sie hätten vielleicht ein paar andere Schüsse, ein paar andere Schusseffekte einbauen können. So vielleicht, eventuell, die so einen kleinen Ticken epischer sind. Ganz kleinen Ticken epischer. Aber gut. Ja, das sieht ja nach Tempel aus. Sehr tempelig. Ganz kleines bisschen. So. Da sind ein paar Gegner. Ich will eigentlich ungern hier die ganzen Gegner von Namen kennenlernen. Deswegen Nordosten, in die Richtung möchte ich eigentlich. Ich sehe mich nicht da unten, ne? Da unten sind aber ganz viel Muni und sowas. Die haben eine ganze Menge Zeug dabei. Will ich die plätten? Wir können es einfach mal machen, einfach mal gucken, was da rumkommt. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele, mögen die mich? Nein. Au! Ich hätte gerne die Waffen von dem. Jetzt schieß! Au! Ich weiß gerade nicht, ob es sowas wie Autosaves gibt, ne? Und das kann durchaus sein, dass ich, weg sollte. Ich laufe weg. Wehe, dass ich jetzt sterbe, wenn ich irgendwo runterfalle. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, die verfolgen mich schon mal nicht. Alles platt machen, dann wird der Rest einfacher. Moah. Ich weiß nicht, ob die dann nochmal wiederkommen, ob die dann respawnen oder sowas. Oder ob die dann für immer ausgeschaltet bleiben. Praktischer wäre es, wenn sie ausgeschaltet blieben, aber ich glaube im Moment nicht so ganz dran. Ja. Schön, dass man im Menü das Spiel laden kann, aber ich muss nochmal weg hier. Aber man das selber so speichern muss, dann mit dem Thumbs up. Ich renne mal kurz weg. Das war nicht die allerbeste Idee. Das war nicht die beste Idee. Ja. Na, Autosaves, das gibt's ja vielleicht haben sie es eingebaut, ich weiß es nicht. Doch, es gibt automatische Speicherstände. Okay. Okay, die gibt's. Sehr gut. Na, falls man nicht dran denkt, es ist eine schöne Sache. Ich sollte trotzdem mal ein bisschen gucken, dass ich geheilt werde. Wenn ich. Gut, ich bin auch schon fast zurück, von daher. Ich gehe da einfach mal hin. Zu dem Onkel, der uns eben schon geheilt hat. Ein Bauer. Er hat irgendwas. Nicht rollen. Hallo, Kollege. Spar dir deine hotten Moves für die. Wobei, bisher weibliche Kreaturen haben wir noch nicht gesehen hier, ne? Ich wollte gerade sagen, spar dir deine Moves für ein paar Nächte mit den Eingeborenen, aber. Bisher waren sie alle äußerst männlich. Vielleicht gibt es hier gar keine Frauen. Vielleicht vermehren die sich anders. Oder haben andere Hobbys. Schlüssel geortet. Einfach mal mitnehmen. Hi. Heile mich. Ich habe eine Frage. Kannst du mich heilen? Natürlich. Na klar. Aber pass von jetzt an ein bisschen besser auf dich auf. Nee. Hat er mich geheilt? Nee, macht er gerade. Wie gesagt, der Effekt ist hübsch. Sehr hübsch sogar. Moderne Partikel. Bin ich jetzt wieder topfit? Nein. Jetzt bin ich topfit. So. Eine Frage von Sekunden. Okay. Das heißt, ich lasse mal zurück. Ich hoffe, dass ich, oder ich werde mal gucken. Ich hätte gerne in dem Sinne, ich hoffe mal, dass die, wenn ich die umhaue, dass sie die Waffen fallen lassen. Die sahen ja gar nicht mal so wahnsinnig schlecht aus. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Es waren jetzt nur zwei Leute, von daher, ich hoffe mal, das geht. Ich habe mal auch, man kann hier im Spiel auch Zielhilfe an- und ausstellen. Ich habe sie, glaube ich, ausgemacht. Da nicht.
Zielhilfe, Zielhilfe, Zielhilfe. Untertitel sind an, Texte stimmen, passt alles. Ich habe mal wieder die Mausempfindlichkeit so runter, wie es geht. Und an der Maus auch nochmal runter. Von daher, das ist so ein typisches Ding. Zielhilfe ist aus. Von daher, ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ja, auch die Texte wurden von damals übernommen. Wobei 1999 gab es, glaube ich, schon neue Rechtschreibungen. Aber ich glaube, also damals neue Rechtschreibungen. Aber ich glaube, das war noch nicht, dass es quasi Pflicht war. Von daher kann auch sein, dass einige Sachen mit SZ noch geschrieben wurden. Die dann heute nicht mehr der Fall sind. Ich will die Typen aber umhauen hier. Warnung, schwache Energiequelle geortet. So. Aber in dem Sinne Nahkampf von hinten und dann Hitman-artig umboxen gibt's glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Komisch und interessant. Und ich weiß nicht, ob es hier sowas wie Headshots gibt. Stirbt! So, haha! Das ist der Vorteil, wenn man aus dem Versteck kommt. Was machen die denn da? Was macht die denn da? Hallo? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Also die ganze Kiste zählt einfach als Metall. Meine Güte. Können wir das Fass bitte mitnehmen? Na, schade. Chillen jetzt einfach hier rum. Aber habe ich jetzt eine neue Waffe bekommen? Ich habe einen Schlüssel. F-Link, F-Link, F-Link. So ist das flink. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Weltkarte. Oh! Ah! Ranza, Shamasa, Motasa, Talansa, Oka, Okasanka. Wir sind jetzt gerade in Shamasa, oder? Ne, warte mal. Das ist doch, das ist landwirtschaftlich. Hier, klar, man sieht es anhand der Palmen. Ah, ist ganz cool. Aha, okay. Oh! Sehr gut. Oh, sehr gut. Ach, cool. Das gefällt mir. Warte mal. Was ist jetzt los? Achso, Röntgen, verlassen, Fokus. Ah, cool. Interessant. Und tendenziell seltsam, aber interessant. Damit man auch früh genug sehen kann, wen man vielleicht nicht sich vor die Füße schmeißen sollte. Seltsame Frucht. Okay, interessant. Worum es hier geht, wir müssen natürlich die Welt retten. Ne? Wir müssen hier einen Planeten quasi retten. Wir wurden in eine andere Welt versetzt als Mensch und da müssen wir mal ein bisschen nach dem Rechten sehen. Und dass wir so ein bisschen als übernatürliche, leicht heilige Figur angesehen werden und hier der Hoffnungsträger schlechthin sind, dass wir den Leuten hier oder den Figuren vor Ort mal ein bisschen helfen. Und das... Ja. Natürlich muss man alles retten, wie immer. So, Notizblock, Lexikon. Notizblock, ja, okay. Also in der Menüsteuerung ist schon mal ganz cool. Einfach mit der Maus packen und ziehen. Das Mon finden. Shamas habe ich gemacht. Dann mit Shamas Zep sprechen. Mon finden, Nahen finden und aufhalten. Es könnte etwas über das Mon wissen. Mit Nahens Bruder Ilot sprechen. Findet das Phantasmastein, um die Rizzi-Produktion zu stoppen. Das ist gerade mal der aktuelle Plan hier. Ma meint, ich solle Zeo nach dem Phantasmastein fragen. Überzeuge die Shamas-Führer, den Nachschub zu stoppen. Shamas suchen, der etwas über das Mon weiß. Machen wir das. Warte mal, halt, Moment. Analysen. Ah! Hauptmission 11%, Nebenmission 0%. Feinkapazität, Verstärkung, Widerstandsfähigkeit, Feuerkraft. Geldvorrat hoch. Oh. Fantastisch. Wir haben eben kurz die Welt retten. Man macht ja sonst nichts. Okay, ich renne jetzt tatsächlich die ganze Zeit mit der anderen Hand hier mit dem Zeug rum. Kann ich das auch wieder loswerden hier? Warte mal. Ach, Dynamit habe ich auch noch. Kann ich das aus der Hand entfernen vielleicht?
Warte. Jetzt habe ich einen Schlüssel in der Hand. Einen dezenten, überhaupt nicht winzigen Schlüssel. Und dann halte ich den halt in der Hand. Okay, Nordosten war das, ne? Nordosten da oben. Nee, doch. Also quasi einmal komplett über die ganze Map. Ich hoffe, die Fischis mögen mich. Ist ja vermutlich nicht. Die Muscheln braucht die für Munition. Metall und sowas müssen wir auch nochmal schauen hier. Ansonsten wahrscheinlich echt eine ganze Menge schauen und looten. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein Gegner. Schön, dass die Fragezeichen über dem Kopf haben, damit man weiß, okay, vielleicht soll man ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist das nicht die beste Idee. Ja, ich werde mal gucken, was die noch alles für mich bauen können, die Leute. Ich muss ja erstmal Sachen finden, bevor ich die bauen lassen kann. Ich muss denen das ja erstmal zeigen, quasi. Was auch nicht die schlechteste Idee ist, ne? Dass man quasi Sachen erstmal in natürlicher Umgebung gefunden haben muss, bevor man es selber bauen kann. Habe ich? Ah, ich habe eins. Okay, dann werde ich da mal nachschauen. Gleich. Ich habe jetzt erstmal keine Gesundheit verloren, aber da unten ist schön. Sieht schick aus, warte mal. Zur Kinders. Kann man sich da drunter schmeißen? Nee, schade. Kann man da damit fahren vielleicht? Ah, sieht ein bisschen tempeliger aus, ne? Ein bisschen pyramidiger. Sind Pyramidchen vielleicht? Oder das ist ein Imbissbudenstand. Das geht natürlich auch. Fremde Vegetation mit hohem Adrenalinniveau. War das ein Oktopus oder was ist das? Okay. Okay. Okay, okay. Falls ihr, lieber Chat, falls ihr das Original kennt, ihr könnt gerne mal schreiben, wie ähnlich das bisher ist. Rein von der Art hier, von der Optik her, von der Spielmechanik vielleicht, wie ähnlich das gerade mal ist. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so uninteressant, wie viel hiervon modernisiert wurde in dem Sinne. Ja, Seestern. Was ist das? Was? War Hammer halt mal. Was ist das denn? Ist das lebendig? Ist das... Das sieht... Ah, es ist lebendig, oder? Wohnt der hier, oder was ist das? Was ist das hier? Okay. Was ich gesehen habe, wurde eine Grafik aufgebaut. Okay. Ach, schon wieder solche Typen. Ja. Wahrscheinlich einfach in dem Sinne Grafik und Engine modernisiert und nochmal neu aufgezogen. Wie gesagt, es gibt halt verschiedene Sachen, verschiedene Vorgehensweisen, wie man ein Remake machen kann. Entweder, dass man halt quasi das Grundprinzip und das Grundspiel gleich lässt und möglichst originalgetreu macht, oder dass man es halt auch nicht nur aus technischer und grafischer Sicht modernisiert, sondern auch spielerisch und von der Erzählweise her, dass man das an eine moderne Variante anpasst, dass man quasi schaut, dass man die Entwicklung, die Spielewelt innerhalb der letzten 20 Jahre gemacht hat, dass man die dann nochmal auch da versucht neu mit einzubauen und dass man vielleicht ein anderes Kampfsystem hat oder eine andere Levelführung hat, in dem Sinne, dass man andere Mechaniken einbaut und das alles auch in dem Bereich modernisiert. Hat dann halt, da ist dann halt die Gefahr, dass es nicht das Nostalgiegefühl bekommt im Vergleich zu damals. Dafür können es vielleicht für Leute ansprechender sein, die das jetzt zum ersten Mal spielen. Das sind immer zwei verschiedene Ansätze, zwei verschiedene Varianten. Ist immer die Frage, was du genau machen willst. Willst du Leute erreichen, die es damals schon gespielt haben, oder willst du Leute erreichen, die die moderne Spielewelt gewohnt sind? Wie gesagt, die Ruckler, die hier zwischendurch mal stattfinden, das ist aufgrund des Streams.
Das kann ich auch leider gerade mal nicht rausbekommen hier. So. Grafik-Update reicht mir eigentlich schon für ein Remake. Würde das Spiel schon gerne so spielen wie damals auch, nur ein hübscher. Ja, genau. Wie gesagt, sind zwei verschiedene Varianten. Für Leute, die das halt damals schon gespielt haben, ist es natürlich reizvoller, wenn sie dann quasi wirklich Nostalgie-Gefühl bekommen. Ich glaube, ich muss... Na, hier sind einige Leute, die mit denen man quatschen kann. Ich glaube, da ist jemand lila eingezeichnet. In diesem Tempelchen, in diesem Häuschen. Ja. Und wenn das hier halt vom Gameplay her und von der Art und Aufbau her quasi das gleiche von damals ist, dann muss das damals echt eindrucksvoll gewesen sein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man sich mal Spiele von 1999 anschaut, das ist schon noch ein bisschen was anderes. Da, vor allem diese Weltgröße und dass du quasi überall hinlatschen kannst, das ist schon nicht immer vorhanden gewesen. Mit Sicherheit nicht. Ja. Gudi. Ist da vermutlich... Warte mal. Krieg ich mich schon mal falsch? Ich versuche mal dahin zu gehen, wo denn... Da vorne ist jemand. Genau, wo der... lilene Pünüppel auf der Karte ist. Ich versuche mal hier hochzukommen. Hallo, Seo! Zu dem wollen wir doch. Hallo. Hey, Seo. Dein Abfluss leuchtet. Hi, grüßen. Ich habe eine Frage. Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ah. Ich bin Seo, der Hüter der Phantasmaquelle. Infobrunnen. Was ist die Phantasmaquelle? Die Quelle? Hier kommen alle Talaner her, um zu richtigen Talanern konvertiert zu werden. Konvertiert? Ja. Aus der Quelle strömt eine riesige Menge reiner Phantasma-Energie. Wenn sich ein Talaner, der noch nicht konvertiert ist, in die Nähe der Phantasma-Quelle begibt, durchströmt ihn die Energie und aktiviert sein wahres Talana-Phantasma in seinem Inneren. Ist das gefährlich? Nein, Ulukai. Alle Talaner machen das, wenn sie das richtige Alter erreicht haben. Erst dann wird ein Kind zum Erwachsenen und kann uns anderen bei der Arbeit für die Jords zur Hand gehen. Niemand weiß, welches Phantasma ein Talaner haben wird, bis er seine Konvertierung durchlebt hat. Also quasi eine Art Pubertät aus einem Brunnen. Oder wie darf man sich das vorstellen? jetzt wird's interessant. Jetzt lernen wir was über Biologie. Geschichte des Brunnens. Sag mal, Theo, was ich dich noch fragen wollte. Wie kommt es, dass ich hier noch keine Kinder gesehen habe? Sie sind alle bei den Frauen auf Kisar. Ach so. Dort wachsen sie auf, bis die Zeit für ihre Konvertierung zum Erwachsenen bei der Phantasma-Quelle gekommen ist. Zugriff auf Lexikon erfolgt. In die Gegend möchte ich gerne, nicht wegen der Kinder, sondern... Naja. Warum gibt es hier keine Frauen? Sie mögen keine Männer in ihrer Umgebung. Oh. Außer in der Zeit der Empfängnis. Nur dann... Und nur für 5 Monde ist es uns gestattet, nach Kisar zu reisen. Wenn wir Glück haben, wählen sie uns dann zur Fortpflanzung aus. Und was machen die weniger Glücklichen? Sie müssen sich die 5 Monde lang um die Kinder kümmern. Danach müssen wir Männer wieder fort und alle männlichen Kinder mitnehmen, die im richtigen Alter sind, damit wir sie hierher zur Konvertierungszeremonie bringen können. Und Feran lässt das zu? Er hat keine Wahl. Wenn die Zeit der Empfängnis versäumt wird, werden keine neuen Krieger für seine Truppen gezeugt. Wie oft bist du schon auserwählt worden? Ulukai, das ist eine sehr persönliche Frage. Das ist... Er kann ja trotzdem antworten, hallo? Er kann mal ein bisschen angeben. Das heißt, so wie er antwortet, selten. Sehr gut. Geschichte des Brunnens. Was hat diese Phantasma-Quelle für eine Geschichte? Vor tausenden von Monden kam ein Talaner zum ersten Mal in die Nähe der Quelle. Wir alle nennen ihn den ersten Talaner, da er als erster von uns sein Phantasma erhielt. Er stand in der Nähe der Quelle und sah hinunter, als er merkte, wie die Phantasma-Energie ihn durchströmte. Danach stellte er fest, dass er andere Talaner heilen konnte. Das ist ja interessant. Ja, das fand er auch. Anschließend kam ein Talaner nach dem anderen zur Quelle, sobald er in einem bestimmten Alter war, um vom Kind zum Erwachsenen konvertiert zu werden. Alle freuten sich darauf, auf genau dem Stein stehen zu dürfen, auf dem schon der erste Talaner gestanden hatte. Aber dieser Stein, der
Der Phantasmalstein wurde von Kroax entfernt. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Das ist natürlich doof. Warum hat Kroax den Phantasmalstein genommen? Er will, dass immer mehr Talaner zu Fee-Talanern konvertiert werden, um die Macht von Fee-Ran zu stärken. Er bewahrt den Phantasmalstein irgendwo außerhalb des Fee-Tempels auf und betet höchstpersönlich auf ihm, um den Jod-Fee um mehr Krieger zu bitten. Und? Funktioniert es? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass seine Krieger sehr wütend wären, wenn ihm jemand den Stein entreißen würde. Sie alle betrachten ihn als ihr Eigentum. Die anderen Talaner in Shamazar hingegen wären überglücklich, ihn zurückzubekommen. Ja, klar. Außerhalb des Tempels, ja, aber ich meine, außerhalb des Tempels ist relativ groß, ne, würde ich mal sagen. Und was das hier genau für ein Brunnen ist, das ist halt auch eine gute Frage. Warum der so am Leuchten ist. Ich weiß nicht, ob wir das mal gerade beantworten können. Tja. Gut, also haben wir jetzt erstmal keinen Anhaltspunkt, wo genau wir hin müssen, oder wie sieht's aus? Kann man mit den anderen Leuten hier quatschen? Nee, ne? Schmuggler. Hi. Doch, wir können quatschen. Okay. Puh. Okay. Wir können dazwischendurch. Warte mal, Talan lokalisieren. Ich weiß nicht, inwiefern. Ob wir, na gut, wahrscheinlich sind das die wichtigen Leute. Den haben wir schon gesehen, den. Achso, den haben wir schon gesehen gerade. Ilot. Mit Ilot sollen wir auch irgendwas machen, ne? Zali nass und Zali trocken. Hast du Ilot gesehen? Ich habe gesehen, wie er vor kurzem nach Westen gegangen ist, Ulukai. Mittlerweile ist er wahrscheinlich schon ein gutes Stück in diese Richtung vorangekommen. Was hat er gesagt? Westen oder was? Ja, Ulukai. Darauf hat schon der erste Talaner gestanden. Achso. Ich wünschte, er wäre wieder da, damit ich ihn benutzen könnte, wenn ich konvertiert werde. Okay, das scheint. Ich habe mich gerade verklickt. Warte. Achso. Das war nicht mit Absicht. Hast du Ilot gesehen? Zuletzt habe ich ihn im Westen. Ja, genau. Gehen wir mal nach Westen, oder? Würde ich sagen, warte mal. Wir gucken mal erstmal kurz mal hier. Notizblock. Mit Hans Bruder Ilot sprechen. Ilot. Ich will immer Ilot sagen. Phantasmalstein ist außerhalb des Fee-Tempels. Ich finde das gut, dass hier alles aufgeschrieben wird. Für Leute wie mich, die manchmal zu doof sind, sich zu merken, was ich eigentlich will, wenn ich in die Küche gehe und dann in der Küche stehe und mich umschaue und mir denke, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich mir halt was zu trinken mit. Für solche Leute ist das gut hier. Sie sucht dir einen sogenannten Phantasmalstein. Ja, das haben wir schon gehört. Mit Nahns Bruder Ilot sprechen. Nahn finden und aufhalten. Er könnte etwas über das Mon wissen. Das Mon finden. Mehr. Schauen wir im Westen hier. Wir haben sonst nichts zu tun. Westen müsste da oben sein. Da. Westen. Okay, da oben ist ein. Da sind. Man kann da sehen, dass da verschiedene Marker sind. Ganz viele roten. Natürlich, wenn ich hier so quer durchgehe, dann sollte das gehen eigentlich. Und da oben sind noch lila in einem Marker. Oder warte mal, da sind noch grüne. Ich gehe erstmal zu den grünen hier. Machen wir das. Machen wir ditte. Schauen wir uns das mal an. Sind das die Feld? Ich werde erstmal gesehen hier. Die haben schon eine ziemliche Reichweite, ne? Von der Sichtweite, wann die einen entdecken und wann nicht. Das ist nicht ganz ohne. Oh, da hinten ist irgendeine Energie. Warte mal. Das interessiert mich jetzt. Nee, erstmal quatsche ich hier. Hallo. Schwache Energiequelle geordnet. Ja, was? Wo denn? Vegetation mit hohem Adrenalinniveau geordnet. Ja, was denn? Mazum. Grüßen. Ich kann mich heilen. Kumpel. Hallo. Blicken meine müden Augen auf den Ulukai. So sagt man. Mein Phantasma jubiliert. Aber ich fürchte, ich muss erst einmal schlafen. Schlafen? Kannst du mir vorher ein paar Informationen geben? Ich würde mich freuen, das zu tun, Ulukai. Aber ich habe diesen Mond viele geheilt.
und ich kann kaum noch wach bleiben. Kann ich irgendetwas tun? Wenn du mir ein Magwa besorgen könntest, dann würde sich mein Phantasma vielleicht ein wenig erholen. Sprich mit den Bauern auf den Resi-Feldern, vielleicht können sie dir mehr sagen. Also es gibt quasi ständig irgendwelche neuen Aufgaben von jeder Person oder von vielen Personen zumindest. Heilen-Info Wagner. Wagner hat Musik gemacht. Was ist Magwa? Es gibt fast keine mehr. Jeder Talaner, der eins ist, stärkt damit sein Phantasma. Jetzt muss ich schlafen. Klingt ein bisschen wie Baumbart. Könntest du mich heilen? Nein. Das könnte ich, Ulukai. Aber mein Phantasma ist zu schwach. Ja, der klingt doch sehr unmotiviert. Da ist ein Bauer. Warte mal. Ein Landwirt. Keine Ahnung, was hier oben los ist. Halt, stopp. Mehr. Magwa. Kannst du mir etwas über das Magwa erzählen? Ich weiß, dass es das Phantasma stärkt, wenn man es isst, Ulukai. Aber vielleicht können dir die anderen Talaner sagen, wo man es bekommen kann. Logar vielleicht? Zugriff auf Notepad erfolgt. Logar. Na, Logar. Wo kann ich Logar finden? Ulukai, ich glaube, er ist südöstlich von hier, aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Südöstlich. Wir waren im Nordosten. Im Prinzip, geh an die eine Stelle der Karte, ey, guck mal auf die andere Stelle der Karte und dann nochmal dahin und dann nochmal dahin. Dass man quasi wirklich komplett über die ganze Map geschickt wird. Okay, fantastisch. Ah, scheint eine Art Barriere zu sein hier, ne? Sehr barrierig. Das heißt, warte mal. Okay, also in die Gegend können wir damit auch schon mal anscheinend überhaupt nicht rein. Zumindest würde ich das vermuten.